Ich stehe dann hier jetzt mit dem Lars Hülscher, Trainer von der Nationalmannschaft. Co-Trainer von der Herren-Nationalmannschaft und Cheftrainer in Düsseldorf. Genau. Cheftrainer in Düsseldorf. Das Tenniszentrum. Also vom DDB, nicht vom Borussia Düsseldorf. Ja, okay. Ja, ja. Wahnsinn. Okay. Ja, cool. Erstmal Glückwunsch zum 6-0 gegen Lampertheim. Das war sehr stark auch das Einzige gegen den Urda. Das war. Da hat er wahrscheinlich nicht mit gerechnet, dass er so schnell wieder von der Platte musste. Und ja, die zweite hat ja noch 6-4 gewonnen jetzt durch den Sieg von Lukas. Wie fandst du den Abend so? Ja, für uns jetzt, für Felbert natürlich ein super Abend. Ja, das wird 2 Siege. Die erste Mannschaft haben wir schon gedacht, dass wir normalerweise stärker sind als Lampertheim. Mhm. Aber die waren auch noch verlustpunktfrei. Und 6-0 haben wir jetzt nicht mitgerechnet, so klar zu gewinnen. Für mich war es wichtig, mein erster zählbarer Saisonsieg. Ich habe schon vorher 2 Spiele gewonnen, die nicht mehr gezählt haben, weil wir 6-1 gewonnen haben. Okay. Und ich stand jetzt tatsächlich 0-5 erste Mal diese Saison. Sonst die letzten Jahre habe ich eigentlich immer klar positiv gespielt, aber deswegen war es für mich wichtig, heute auch ein Einzel mal zu gewinnen. Und insgesamt für uns als Verein, dass die zweite Mannschaft gegen Altena, wir gewinnen ganz stark. Also wir haben vor 2 Wochen, war es glaube ich, haben wir mit der ersten sehr, sehr knapp in Altena gewonnen, 6-4. Und hätten auch 5-5, 4-6 spielen können. Ja. Und dass die zweite heute gewinnt, ist echt sehr, sehr stark. Also für uns ein Abend zum Feiern. Ja, das stimmt allerdings. Also hier war auch die, also ich habe auch selten mal erlebt, dass die Stimmung so gut war, also auch so herzlich. Also selten auch, ich meine, war natürlich gut, dass jetzt die erste Mannschaft auch mitgespielt hat, also gleichzeitig. Und dass ihr dann die zweite Mannschaft noch so gepusht habt und unterstützt, war schon schön zu sehen. Und ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu den beiden Siegen. Und dann wollte ich dich auch fragen, was du für Material spielst. Ich spiele Butterfly-Material, ein ganz altes Holz von Butterfly, Power 7, das nicht mehr hergestellt wird. Aber ich bin jetzt in einem Alter, da wechselt man sein Material nicht mehr. Dafür habe ich auch zu wenig Trainingseinheiten. Es sei denn, es bricht. Ja, genau. Ich habe davon noch ein paar, von dem gleichen Modell habe ich noch 2, 3 im Schränkchen liegen. Ja, cool. Und Tenergy 05 spiele ich. Beidseitig? Beidseitig, ja. Okay, ich gehe mal davon aus, auch in Max. 2,1. Ja, 2,1. Genau. Hast du schon mal überlegt, auf den Dicklix zu wechseln? Ja, die Kollegen, meine Spieler in der Nationalmannschaft, die legen mir das auch die ganze Zeit schon ans Herz. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich habe so wenig Trainingseinheiten. Mhm. Um Material umzustellen, brauchen wir halt immer ein bisschen Training. Und bisher war mir das zu riskant, ja. Okay. Spiel damit, denke ich, weiter. Ja, ich denke mal, wenn man jetzt so wenig Trainingsaufwand hat und dann mit dem Material schon immer gespielt hat, genau, dann bleibt man auch dabei. Genau. Und ich habe gehört, du bist morgen wieder unterwegs. Genau, morgen. Ich fliege direkt morgen nach Slowenien. Es ist ein Turnier in Slowenien mit der Nationalmannschaft. 6 Spieler, die in Düsseldorf trainieren auch, sind dabei. Und ich bin dann als Coach schon wieder direkt unterwegs. Genau, komme nächsten Samstag zurück. Und dann haben wir schon wieder ein Spiel mit Felbert gegen Borsum nächsten Sonntag. Ja. Wahnsinn. Also geht Schlag auf Schlag. Also quasi auch weiter. Nur unterwegs. Genau. Ja, wunderbar. Ja, dann vielen Dank für das Interview, Lars. Gerne. Und dann auch viel Spaß jetzt beim Griechen. Alles klar, danke.